Grüezi miteinander, liebe Besucher, mein Name ist Wapiti79, Vorname Silvio. Wir haben heute Pfingsten 2022 und das heisst natürlich, dass die 11 Meter CB-Funker in der Schweiz auf die Bergen und auf die Hügel schauen, gehen Pfingst-Contest CB-Funk machen und möglichst viele Verbindungen machen mit anderen Stationen. Wie ihr vorher gesehen habt, habe ich bereits schon mein Bündel gepackt und ich zeige euch jetzt, zeigen, was ich alles mitgenommen habe. Gehen wir mal schauen in die Werkstatt. Der Kollege kommt dann und tut uns dann auffahren. Ich zeige euch, was ich jetzt alles mal mitgenommen habe. Also, daheim muss man noch einmal haben, oder am Contest hat man mal sicher zu essen und zu trinken. Da nimmt man etwas mit für 24 Stunden. Das geht ja bis am Sonntagabend am 4 oder am 3-4. Dann habe ich hier einen Sack mit technischen Sachen drin. Ich habe hier einen Rucksack mit dem Ausweis, mit dem Medikament, Portemonnaie, Nattel. Dann habe ich hier eine Tasche, die weiss-blau ist für Netzteil, für Antennenstecker. Hier habe ich Sicherungen, ein bisschen Werkzeuge, Antennenkabel, Antennen. In dem silbrigen Koffer, den kennt ihr eventuell, habe ich meine Funkstation drin. Hier hat es auch noch zwei Funkgeräte drin. Dann seht ihr hier die zwei Mästchen. Ich habe einen 8-Meter-Mast und einen 12-Meter-Mast. Den Schlafsack braucht man ja auch. Und dann noch mal eine Tasche mit Kleidern. Und dahinter seht ihr noch Liegestühle. Wir wollen es ja auch ein bisschen bequem haben. Der Kollege hat einen kaputten Fuß, also nehmen wir noch einen Liegestuhl mit, wo er ein bisschen sitzen kann, und ein Feldbett und noch zwei Gartenstühle. Also wenn ihr seht, es ist ja nicht gerade wenig. Und ich staune immer wieder selber jedes Jahr, wie viel Material das man hier eigentlich mitnimmt für so einen Contest. Eigentlich sollte man ja noch das Funkgerät und die Antenne haben. Aber wie gesagt, wenn man dann zwei Tage in der Alp oben ist und man hat kein Internet und nichts und man ist wirklich allein dort oben, dann ist man froh, wenn man genug Kleider und zu essen und wirklich gut versorgt ist. Auch an Medikamenten und Getränke und was man da alles so braucht. Weil wir haben da keine Lust, dort oben zu sitzen und es geht dann nichts. Also man muss alles doppelt mitnehmen. Gut, das wäre mal der erste Einstieg gewesen. Ich wünsche euch auch, die zuschauen, viel Spass an meinem Video. Ich hoffe, ihr habt Spass. Es ist damals nicht Amateurfunk, sondern 11 Meter CB-Funk auf 27 MHz, 24 Stunden on air live. Der Wapiti 79 mit dem Deka 79, der kommt dann auch noch. Wenn ihr wollt sehen, wo wir die nächsten 24 Stunden sind, bis morgen Nachmittag um 3 Uhr, der Kollege kommt uns dann um 5 Uhr holen. Dann könnt ihr mal dort rauf schauen. Ich zeige euch jetzt dort oben. Wenn ihr hier die Lampe seht, die silbrige Lampe zwischen den beiden Autos, hier, und ganz rauf schauen, dort im Berg oben, hat es hier die Bäume. Und hinten oben sieht man dann nochmal Bäume, ganz im weiten Hoger oben. Und dann geht man ein bisschen rüber und dort, in dieser Krete oben, ich laufe jetzt ein bisschen hinterher, dort oben sind wir, genau dort oben. Und man sieht so einen weissen Punkt leuchten, dort oben ist ein Stückchen Kreuz. Hoppla! Und jetzt wird geladen. Jetzt wird geladen, da haben wir den Deka 79. Und der Fahrer, der uns auffährt. Und der Grümpel, den wir aufladen müssen. Unglaublich. Ruhe dazu. Und denkst du, wenn es im Winter ist, weisst du alles, kein Laubblüten. Und jetzt? Ja, jetzt geht es um. Da kannst du natürlich mit unserem Auto. Nein, da kannst du vergessen. Da bleibst du irgendwo hängen. Ja, die Höhe dort hast du. Ja. Ja, oder auch Gächtis, weil es hier noch ein bisschen bitter hat. Oh ja, jetzt aber Godi wird es anschissen. Da haben wir noch eine Kuh her. Weißt du was? Die laufen nicht durch mit dem Hund. Nein, das macht sie nicht. Nachher, wenn. Ja, jetzt natürlich. Ja. Nein, es geht schon. Wir haben jetzt schnell einen Platzwechsel gemacht. Der Kollege hockt hier, Jörg Winkel. Ich weiß es nicht. Muss ich
Sie sind Nein, ich kann jetzt nur ein Video machen. Jetzt sind wir nämlich am Ziel angekommen, hier Stöcklich. Es geht, weißt du, das ist authentisch hier im Auto in den Filmen. Das muss nicht künstlerisch aussehen. So, wir haben unser Ziel erreicht, Stöcklich Kreuz heute. Jetzt sind wir am Einrichten von unserem Pfingst-Contest-Scheck. Da hinten haben wir das Lager. Funkgerät, das ist natürlich für Kurzwellen, Amateurfunk. Und da ist dann noch mein CB-Funkgerät da, das in Action kommt. Das kann man dann hier vorne. Und jetzt gehen wir hier raus. Wir haben hier auch noch Gartenstühle draussen, wo wir uns dann ein bisschen gemütlich sünneln können. Und den Masten mit der Antenne haben wir schon aufgestellt. Der ist 12 Meter. Mit Langdraht DX100 haben wir hier gemacht. Und wir sind hier in der Stöcklich Kreuzhütte. Das ist die Hütte hier oben. Wir sind hier unten drin. Wir können aber auch dort die Terrasse benutzen. Und wenn man hier ein bisschen umschaut, sehen wir haben hier auch für die Amateurfunker eine Kurzwellenstation eingerichtet. Weil wir haben auch Amateurfunker hier oben funken können. Hat zwar nichts mit dem Contest zu tun. Dann haben wir hier unser Contest-Funkgerät-Stationli eingerichtet vom TK 79 und Wapiti 79. Wir haben hier die Frequenzliste, Contest-Anmeldungsstationen. Das ist unser Funkgerät, das Grand 2. Hier haben wir das Logbuch. Und hier haben wir noch fein gemachte Kuchen von unseren Gästen. Hier haben wir noch ein Gastbärli bei uns, auch HB9er, die hier vorhin uns sind besuchen im Stöcklichkreuz oben. Dann haben wir hier oben unsere Informationswand. Das ist die Station vom Stöcklichkreuz-Team. Wir haben hier Prüfungs-Schweizerkarten. Wir haben Berechnungstabellen von den Faktoren, dass man das auch den Leuten erzählen kann. Gewisse Empfehlungen haben wir auch. Nochmal die Anmeldungen, das Alphabet für Kinder. Nochmal hier die Stöcklichkreuz Pfingst-Contest-Werbetafel, unsere Anmeldung. Und hier hat es noch eine kleine Geschichte zum Pfingst-Contest 2022. Dachorganisation ist Swiss CB-Organisation SCBO. Wir haben natürlich hier auch wunderbare Toiletten und alles. Also wir sind hier bestens eingerichtet. Bis später! Ja, danke vielmals für die Station, die mich hier aufgerufen hat. Es ist jetzt gerade interessant. Roger Flimso, es ist nicht so, dass du mit deinem Funker musst 20 Minuten schwätzen. Der Durchschnitt ist 20 Minuten von einer Faktorberechnungsrunde. Wenn du einfach 20 Minuten geschwätzt hast, egal mit wem, das spielt keine Rolle, kannst du jede Station einmal aufschreiben, dann hast du einfach nach diesen 20 Minuten den Faktor 4. 5 Minuten gehen ein Faktor, 10 Minuten gehen zwei Faktor, 15 Minuten gehen drei Faktor und 20 Minuten 4. Und dann werden quasi die Distanzen von Locator zu Locator von diesen einzelnen Stationen, die du in diesen 20 Minuten hast, Kilometer abgerechnet und das wird dann multipliziert mal 4 und da gibt die Punkte. So, jetzt hoffe ich, dass das durchgekommen ist, Roger. Und du musst also nicht mit mir hier 20 Minuten schwätzen, weil das würde ja gar nicht lange für die 24 Stunden. Aber schön, dass du mich hier gewürdigt hast. Ich bleibe drin, Roger, und gebe dir natürlich das Mikrofon. Übernimm. Wir haben schon lange aufgewartet, dass wir einander sehen. Hört jetzt hier eine Station. Und wir haben hier den Schreiberling, der hier aufschreibt. Der TK 79, der Jörg. Und wir tun hier natürlich auch das Logbuch aufschreiben. Mit Ihnen schnell weitermachen, bin ich halt so zu der Runde aus, weil ich es nicht gehört, aber ja noch. Und Silvio von. Wir sehen hier 8 Meter Mäschli. Der Kollege ist gerade Kurzwellenfunken. Schweden, England, auf 10 Meter. Wir machen jetzt eine Pause auf dem Contest auf 11 Meter. Wir haben jetzt 3 Stunden geschwätzt. Jetzt machen wir eine Pause. Hier haben wir den 12 Meter Mast. Und das wäre hier der Eingang, wo wir hier unten drin sind. Und das ist die Stöcklich Kreuzhütte. Die Stöcklich Kreuzhütte von der Westseite. Südwestseite. Wunderschöne Anlage hier. Hier sehen wir wieder Richtung Zürich.
Richtung Rigi. Richtung Innerschweiz Alpen. Und wenn man hier sieht, sieht man dann hier, dass dort hinten oben schon die ersten Gewitterwolken kommen. Die Musik läuft noch. Und hier oben wären wir. Dort oben ist das Stöckli Kreuz. 2248 Meter. Da gehen wir den Mauer schauen, wie es aussieht, und ein bisschen filmen. Das ist der Hinterteil der Hütte. Und jetzt gehen wir mal hier die Terrasse anschauen. Wir haben hier Tisch und Bank. Wunderbar. Und wenn der Schweizer Fahne da oben ist, dann ist auch jemand da. Dort oben ist wieder ein Stöckli Kreuz. Wir sehen jetzt dort oben die ersten Gewitterwolken. Also da könnte heute Abend etwas kommen. Der Baum ist auch ganz markant hier. Und dort hinten sehen wir wieder, ich glaube, das ist der kleine und der grosse Miete. Dann haben wir hier auch noch etwas Schönes hier. Dann gehen wir hinten rum. Der wird jetzt gerade oben runtergenommen, der Schweizer Fahne. Die Wirtsleute gehen langsam heim. Sie haben genug von unserem Lärm, den wir auch veranstaltet haben. Wir sehen dort auch noch den 10-12-Meter-Masten und den 8-Meter-Masten. Jetzt gehen wir hier ein bisschen vorne schauen. Die anderen Kollegen sind hier unten. Wir haben auch überall Werbetafeln aufgehängt. Also die Leute sind intensiv schauen hier bei uns. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen schauen, wie es hier aussieht. Heute wieder der Mosten. Dort hinten, Hintergrund ist der Etzel. Und dort Pfäffiker und Greifensee, man sieht es noch. Da unten der Zürichsee. Dort hinten ist der andere See. Und mit dort hinten, wenn wir schauen, sieht man sogar noch hinter den Bäumen den Bachtel, wo das andere Contest-Team ist. Gestern ist es von hier gekommen. Ja. Und sonst kommt es von hier. Also wir hoffen schon, dass das Wetter noch hat bis morgen Nachmittag, weil das wäre dann wirklich schade. Das hat. Okay. Hast du gesehen, den Sonnenuntergang? Ja, ich habe den gesehen und jetzt filmen wir den auch noch. Wunderbar. Ja, wir gehen sicher die Webseite nochmal anschauen. Ich bin natürlich verschiedene Vereine hier auch. Schön, gell? Ja, ist wunderbar. Fantastisch. Das ist ein geiler Untergang. Schaut mal das an. Das ist doch einmal ein Sonnenuntergang. So etwas Schönes. Hä? Danke vielmals, Gepard 74.
Das hat wunderbar geklappt, also du kommst da wirklich gut rein. Wobei, weisst du, ich habe ja nicht eine leiselige Modulation. Ich könnte auch sonst überrufen auf Hinweil. Das ist wieder ein Vorteil, was ich da Gottes Geschenk bekommen habe. Aber es ist wirklich schön, dass du da reingerufen hast. Und weisst du, ich mache ja, ich mache dann übrigens, ich habe ja noch einen Attentat geplant auf euch. Und das tue ich dann am Donnerstag euch noch erzählen. Ich mache da ein Video auf YouTube. Also das wird dann auf YouTube gestellt. Ich brauche vielleicht Sabrina ihre Hilfe, vielleicht noch zwischendurch. Und ich habe gedacht, das wäre doch eine ganz glatte Sache. Es muss ja nicht immer so da sein auf 2,70 Meter Video. Ich mache noch mal ein Pfingst-Contest, CB-Funk-Video auf 27 MHz und tue das nachher aufladen. Und wir schauen jetzt einfach mal, schauen, was die Filmerei gibt. Und wenn ich jetzt hier raus schaue, der Jörg, der TK74, der hat jetzt gerade die Kamera geschnappt. Und oh Jörg, hast du am Filmen? Wir sehen momentan, wir glauben dir nicht. Also der Heinz müsste es auch sehen. Also wenn ich hier raus schaue, Richtung Westen, ich kann euch sagen, da kommt ein verdammt schöner Sonnenuntergang. Das ist wunderschön zum Schauen. Also so etwas von einer Pracht, was hier schön ist zum Schauen. Und das müsst ihr einfach geniessen. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Also es ist fantastisch hier zum Rausschauen, wie hier die Sonne bei uns in Schett reinbrennt. Wir sind ja hier ein Stückchen Kreuzhütte. Wir sind hier unten innen. Wir hätten jetzt auch hier Terrassen oben zur Verfügung. Aber wir haben dort auch die 30 Grad gehabt. Und das hat enorm viele Leute gehabt, die hier oben sind, schauen. Wir haben natürlich hier noch eine Schauwand aufgestellt mit Plakaten und Informationen. Und die Leute sind hier runtergekommen und einen Kaffee trinken. Also eine wahre Freude. Und jetzt gebe ich weiter an Machat. Heinz, übernimm. Ja, ist doch schön. Also, jetzt machen wir kurze Durchgänge. Ich vergesse mich auch, wenn es bei mir läuft, dann weiss ich gar nicht mehr so genau, was ich mache und wo ich bin. Nein, dummes Zeug. Jetzt lassen wir die Z-Station rein. In der Runde ist der Gepard 74, der AK-79 und der Wapiti 79 im Stöckchen Kreuz oben. Die Z-Station, komm rein bitte. Z-Station, die bitte reingerufen hat, soll bitte reinkommen. Wir haben hier in der Runde den Gepard 74, der René aus Hinwil. Wir haben hier die Contest-Station Einzelkämpfer, der AK-79, der Heinz in Miesek. Bitte komm jetzt rein. Es ist dunkel geworden. Es ist jetzt etwa die Nacht um 11 Uhr. Wir sehen dort den Mond. Man sieht hier wirklich nichts mehr. Es ist wirklich dunkel. Und dort unten irgendwo sieht man etwas. Aber ich glaube, das geht so nicht mehr zum Filmen. Und hier ist unser Scheck unten drin. Fühlen Sie das gut? Oder die anderen haben sogar Schiss, weil man nicht weiss, dass Schocker ist über die anderen Stellen. Aber ich habe auch eine Station gegeben, die gar nicht haben sollen, dass man weiss, dass Markus, ja, nein, wir haben den Rossi haben wir gehabt, gell? Ja, den Kiburg haben wir gehabt. Ich weiss zwar jetzt nicht mehr, wenn das genau war, aber mal den haben wir gehabt. Ja, und das andere dort eben mit den Funkern, die sie nicht erkennen konnten, ja gut. Vielleicht haben sie auch ein schlechtes Gewissen, du weißt ja nicht, gell? Also, eben. Oder sie haben eine schlechtere Ausrüstung, als du dabei hast, oder? Ich traue es auch nicht. Mike, noch mal zu dir. Ja, jetzt gehst du denke, dann auch langsam unter. Also wir gehen noch einmal eine Runde gehen. Geht hinten da, mal schauen, wie lange man sich aushaltet mit diesen Viechern um die Grinde herum. Ja, ja. Na. Guten Morgen miteinander. So, es war eine kurze Nacht. Wir haben vom 2:30
bis um 5:30 geschlafen. Und jetzt zeige ich euch noch schnell den Aussichtspunkt vom Stöckli Kreuz. Der Kollege schläft immer noch im Schlafsack. Hat ihn nicht gestört. Aber ich gehe jetzt schnell dort rauf. In Stöckli Kreuz rauf. Rechte Beisen oben und jetzt kann ich schnell ein bisschen, dass man noch versteht. Jetzt bin ich hier und ihr seht jetzt einen wunderschönen Sonnenaufgang am Pfingstsonntag 2022. Wir sehen dort unten den See, Rapperswil, dort hinten Büriken. Und wir laufen jetzt nachher noch die Führung am Triangel aus dem Punkt. Und wir sehen hier kommt es also schwarz und düster. Ganz dunkle Wolken. Wir sehen die Geschwindigkeit von dieser Wolke, die Wiese, die hier ist. Wie die Wolken über die Hänge hineinkommen, da kommt dort einen wunderbaren, schönen Sonnenaufgang. Und jetzt gehen wir schnell die Führung in den Triangelpunkt. Aber heftig da. Das ist ja wahnsinnig. Das ist unglaublich, wie es hier oben bläst. Hätte ich nicht gedacht, aber ich glaube, es passt nicht gehen, am Morgen um 5:30 hier oben zu laufen, an diesen Punkt führen, dann die Aussicht zu geniessen. So gut, dass es geht. Es geht ja nicht nur ums Funken, sondern auch um alles, was rundherum geht, was hier läuft. Wir sehen jetzt dort den Obersee. Wir sehen dort den Lachen. Wir haben hier den Triangelpunkt. Wir schauen nochmal rundherum. Sonst glaubt mir das kein Mensch. Eine giftige Wiese. Dort hinten ein Kreuz wieder. Dort hinten unten ist ein Einsiedel. Und jetzt gehen wir hier ganz vorne. Stöckli Kreuz, 2248 Meter. Und wir gehen natürlich ganz vorne und geniessen jetzt hier. Man sieht hier den Staub, der hier bläst. Also ganz verrückt, ganz verrückt. Hier oben hätten wir jetzt nicht funken können. So, jetzt habe ich das geschafft. Wunderbar. Wunderbar. Also wie gesagt, wir haben morgen um 5:30 Uhr. Ich bin am 4:15 aufgestanden und dachte, ich laufe da hoch, um euch das zu zeigen, wie es hier oben tun kann. Ich gehe jetzt aber nachher wieder runter. Ich wünsche euch allen einen schönen Pfingstsonntag und der Contest läuft weiter bis am Nachmittag um 3 Uhr. Und dann sehen wir euch später. Ich muss jetzt wieder runter gehen, sonst wird das zu kalt. Bis nachher! Wieder runter. Das ist also eiskalt oben. Ich gehe jetzt runter, gehe etwas trinken und dann gehen wir wieder los. Aber es ist jetzt auch mal eine Ansicht von einer anderen Seite. Und ich muss wieder runter, das geht so nicht oben. Hier ist schon der Wegweiser. Jetzt ist die Preise gerade ein bisschen fertig, aber es hat jetzt extrem geblasen hier oben.
Ich habe fast nichts mehr gehört und nichts mehr gesehen. Es läuft mir richtig das Wasser zu den Augen raus. Ganz verrückte Beise, die hier heute Morgen um 5:30 gekommen ist. Man sieht dort unten vielleicht den Masten. Der ist also absolut richtig schräg dort. Das Stöckchen Kreuz heute im dichten Nebel unten dort unten. Und man sieht also nichts mehr. Ich war vorher dort oben gewesen, bei dem Kreuz. Bin weiter vorne gelaufen zum Triangelpunkt. Aber ich musste einen Rückzug machen, aber ich habe den Sonnenaufgang noch sehr gut verwischt. Jetzt muss ich etwas trinken. Wir müssen ein bisschen still sein. Es ist jetzt 6:30, 6:40 besser gesagt. Ich habe bereits schon wieder über eine halbe Stunde Verbindungen gemacht ins Bündnerland. St. Gallen-Kappelen. Schindlet hatte ich noch und eine andere Station. Und wenn wir dort hinten schauen, dort hinten, sehen wir dort den Kollegen, der ist immer noch am Schlafen. Und das tun wir auch respektieren. Der ist auch erst am Morgen um 3, Viertel ab 3 ins Bett. Und wir sehen hier 6:40. Das ist unser Logblatt mit diesen Stationen. Ein Teil haben wir ja hier schon gehabt von diesen Stationen. Da ist jetzt noch eine neue dazugekommen. Und heute Morgen schon auf dem Kanal 7 gefunkt, auf FM. Und wenn wir hier schauen, da zeige ich euch das ein bisschen. Das ist unser Logblatt von gestern, vom Samstag. Das wird alles noch besser geschrieben und im Computer eingetragen. Und dann gehen wir hier schauen. Wir haben jetzt also 41 Stationen gehabt. Und das ist doch fürs Zweite eine rechte Leistung. Jetzt warten wir auf den Kaffee. So sieht unsere Station aus am Morgen früh. Draußen ist immer noch Nebel. Und der Kaffee, habe ich ja vorhin gesagt, der kommt vielleicht um 10 Uhr, weil wir haben hier nichts da oben. Es war einfach kalt, grusig heute Morgen. Um 5:30 war ich noch dort wie Stöckli Kreuz oben. Und im Triangel wollte ich den Sonnenaufgang filmen. Es ist mir so halb gelungen, aber die Beise dort oben, die hat so geblasen, ich weiss gar nicht, ob man mich dort gehört hat. Und darum bin ich aber dann wieder oben runtergelaufen. Aber vielleicht gehe ich dann am Nachmittag noch und mache noch mal ein Video. Wir haben jetzt morgen um 7 Uhr. Der Kollege schläft immer noch. Und die Kühe kommen auch weiter ruhen. Man hört schon Bimbeln dort hinten. Wunderschön, wenn man mit Kuhglocken gebimbelt kann aufstehen. Die Beise dort oben, das war ja der Wahnsinn gewesen. Hier ist es momentan windstill. Und ich warte jetzt einfach, bis der Kollege aufsteht. Und um 10 Uhr gibt es den ersten warmen Kaffee. Wir haben ein bisschen Futter hier, ein bisschen etwas für die Energie. Ich bin schon bereits 2 Stunden seit dem 4:15 auf. Und es könnte also heute, wenn ich hier rauf schaue, wirklich einen blauen, schönen, sonnigen Pfingstsonntag geben. Darum macht das gar nichts, wenn die Aussichten auf diesen Höhen oben gar nicht immer so gut sind. Wir dürfen auch mal die andere Seite zeigen von ein bisschen Wind und Sturm. He. Ja, wir haben eine kurze Nacht gehabt. Wir haben viele Stationen gehabt, es ist etwas gegangen. Wir haben aber nicht überall können alle Modulationen machen. Wir haben jetzt einfach auf Frequenzmodulationen gefunkt und nicht auf SSB, weil da unten ist der Eingang. Wenn wir können schauen, da unten. Dort unten ist ja der Eingang dort unten. Und der ist natürlich offen, da bloß natürlich hier. Und das ist ein richtiges Zugloch da unten. Das ist der Wahnsinn. Da hat es richtig gekühlt die letzte Nacht. Das hätte ich filmen sollen. Aber wir haben es also durchgestanden. Aber ich denke, es könnte heute ein schöner Tag werden. Am 10 Uhr erwarte ich noch Besuch von HB9er Stationen. Die kommen dann auch ein Apéro über, wie die gestern hier waren, die uns besucht haben. Und etwas zu essen und zu trinken. Und dann tun wir noch bis um 3 Uhr weitermachen. Aber jetzt warte ich wirklich auf den Kaffee. Bis später. CQ, Kontestation Stöckli heute. CQ, Kontestation Stöckli Kreuz heute. Ist noch jemand QRV?
CQ, da ruft und lost Kontaststation Stöckli Kreuzhütte auf 1278 Meter. Am Mike ist der Wapiti 79, der Silvio. Ja, schönen guten Morgen, Eismaker. Wunderbar. Jetzt habe ich gedacht, ich rufe noch mal einfach so zum Spass aus, weil ich mich hier noch ein bisschen selber in Szene setze. Weil ich das schon mein ganzes Leben mache. Ich habe noch mal eine Banane hinten gedrückt und. Ja, Harry, ich glaube, der Stefan hätte ich nicht mehr aufnehmen können. Ist, glaube ich, nicht mehr gegangen. Der Markus geht noch. Und es ist schon erstaunlich, du kommst hier mit S9 an, Harry, und mit einem Radio 5. Das ist unglaublich mit deinem Handfunkgerät von Lachen unten nur. Also wirklich Respekt, oder? Also das geht tipptopp. Von dem her gesehen. Ja, jetzt, ich habe bis jetzt heute Morgen am 10 bis 6 noch eine halbe Stunde, drei Viertelstunde noch Stationen aufschreiben. Noch Punkte holen und jetzt ist halt einfach eine private Runde. Ich weiss nicht, ob du, ich glaube nicht, du kommst heute sicher nicht mehr nur, Harry. Jedenfalls möchte ich mich hier herzlich bedanken für den gestrigen Besuch. Wir haben heute nur eine HB9er Station mit der Partnerin, die kommt und die können dann hier auch noch einen schönen Tag erleben, so um die 10, halb 11 Uhr kommen denn die. Das Wetter war ja auch sehr schön gewesen. Ich hoffe heute, dass es noch ein bisschen hebt, weil er hat, glaube ich, gemeint, oder wenn ich nach dem Satellitenbild Animation schaue, vielleicht mögen sie gerade so knapp dabei schrammen. Mal schauen, ob dann gut hat online. Und das Gegengewicht, das circa auch etwa 1,30 Meter ist, und der externe Stromversorgung einfach. Das sieht etwa so aus. Mike, nochmal retour. Uiuiui, jetzt sind ein paar Sets reingeschneit. Nur nachher habe ich darf ich fragen, was für Geräte du hast. Ist Ellen oder Danke, Harry, dass du mich nicht vergessen hast. Ich habe nämlich gerade auf die Uhr geschaut. Ich habe dich hier gelockt, 0710. Wir haben jetzt 0735. Also ich danke dir für die vier Faktor-Berechnungspunkte, die du mir hier morgen früh gegeben hast. In der Gruppe ist Falkni 66, die hatte ich schon gehabt. Kurvenjäger Stefan auch. Ich tue jetzt einfach noch ein bisschen zuhören. Ich tue hier schnell austreten aus dieser Runde und die abschliessen, aber ich höre noch im Hintergrund zu und wir werden uns sicher später noch mal hören. Jetzt gebe ich es dir nachher, Harry, zurück, dann kannst du nachher länger das QSO führen mit dem Falknis 66 und mit dem Stein, weil das ist eben auch schön, dass ihr noch untereinander ein bisschen schwätzen könnt, weil wir haben ja jetzt die 20 Minuten. Und natürlich auch noch einen heissen Kaffee, den warte ich immer noch, der sollte am 10 Uhr eintrudeln, den Kaffee, und dann geht es mir dann auch wieder besser. Aber eine Banane habe ich wenigstens gegessen. Und Harry, ich bin heute Morgen am 4:15 in Triangelpunkt durchgelaufen, dort oben beim Kreuz führen zum Triangelpunkt, bei Stürmen und bei starken Beisen. Man hat also fast nicht können stehen, das hat extrem geblasen dort oben. Es war schwarze Wolke und ein schöner Sonnenaufgang. Ich zeige dir das zeigen auf meinem Video, das ich hier mache, vom Pfingst-Contest, wo man dann sieht auf YouTube. Das tue ich dann noch bekannt geben. Viele haben da natürlich jetzt hier im Facebook und in allen Medien schon bereits Filme und Fotos gepostet. Ich muss dazu sagen, wir haben hier oben kein Internet, kein Telefonempfang, also ganz schwach Nattel, aber sonst haben wir hier nichts. Wir können auch nicht irgendwie etwas Elektronisches machen, das geht hier gar nicht. Aber darum mache ich dann hier das Video und dann ist das sicher auch eine lustige Sache. Aber das musst du dann rein anschauen, Harry, das ist wirklich eine lustige Sache. Ich gehe jetzt hier aus der Gruppe raus, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit und gebe es dir zurück, Harry, bitte übernimm. Ja, danke Silvio. Schön, dass wir schnell können schwätzen. Und ich bin vielleicht einmal später noch mal nach Kurve. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen laufen mit der Freundin und so, dann nehme ich das Gerät mit. Dann kann ich irgendwann schon schnell ein Kurs so probieren. Dann würde ich dir alles auch noch mal rufen. Tipptopp, okay. Danke Silvio, bis später. Ja. Der TK74, der Jörg, hat noch seine letzte QSO gemacht auf 11 Meter. Aber wenn wir hier raus schauen, das Wetter tut zu. Wir tun jetzt alles das hier, was ihr hier gesehen habt, auf unserem Beitrag hier, die Stationen, tun wir wieder abbauen. Auch dort hinten unser Lager und auch den Masten von aussen, auch die Papier.
Da wird alles wieder aufgeräumt und auch der Güsselsack da rein. Den nehmen wir natürlich auch wieder heim. Und wir tun jetzt mal alles abräumen, die Masten zusammennehmen, dass wir alles im Trocknen haben. Und dann gehen wir den gleich bald zum Mittagessen. Das haben wir jetzt wirklich verdient. Ich melde mich dann nachher noch mal melden. Das sind die letzten Bilder von unserer Station hier. Und es war also eine schöne Sache gewesen. Neue Stationen haben wir keine mehr gehabt. Ich denke, es ist jetzt gut, wenn wir hier abbrechen. Bis später. Bin ich wieder da. Liebe Besucher, liebe Zuschauer, die hier mein Video geschaut haben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spass gehabt an unserem Pfingst-Contest, CB-Funk-Contest hier auf 11 Meter, 27 MHz, dass ihr noch ein bisschen Spass gehabt habt beim Schauen. Ich bin ein bisschen müde, habe ein bisschen Probleme mit Schwätzen. Ich weiss nicht mehr so, was ich erzählen soll. Ich habe viel erzählt, viel gezeigt und erklärt. Jetzt kommt es regnen. Das ist jetzt die letzte Szene von dem Videofilm. Ich werde mich natürlich bei allen Stationen noch verabschieden. Ich werde allen Danke sagen, die mit uns den Spass gemacht haben, die mit uns mitgemacht haben, die uns Antworten gegeben haben, uns besucht haben, uns unterstützt haben. Das war eine tolle Sache. Ich hatte richtig Freude gehabt. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben 98% der angemeldeten Stationen gehabt. Und wir haben unseren Krümpel gepackt und zusammengepackt. Und der Kollege kommt uns jetzt holen. Wir haben natürlich auch fein zu Mittag gegessen hier. Aber das gehört auch nicht ins Video. Wir haben fein getrunken. Und es ist alles gut. Aber jetzt wird es kühl und nass. Wir sind froh, haben wir ein bisschen frühzeitig zusammengepackt, dass wir da jetzt da noch haben können, den Mittag geniessen mit diesen Leuten hier oben. Jedenfalls wäre es das gewesen vom Stöckli Kreuz, von dieser wunderbaren Hütte. Ich möchte natürlich hier am Wirts, Frauenpaar und dem Anhang herzlichen Dank sagen, dass wir da haben das machen dürfen. Ich möchte gerne auch am Pius Marti von Altendorf herzlichen Dank sagen, dass er uns das hier ermöglicht hat, dass wir hier hochkommen konnten. Er ist der, der uns hochgefahren hat. Er wird uns runterfahren. Und in dem Sinn danke ich vielmals. Ich tue mich verabschieden. Dort oben hat es noch eine Schulklasse, Schulpfingstlager. Die haben auch ihr lustiges Päuschen dort oben gemacht. Und das wäre es jetzt gewesen. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Und hoffe, ihr habt Spass gehabt. Mal bitte 79 mit Deka 79 ist Abfrequenz oder Abvideo besser gesagt. Und ciao zusammen. Danke.